Rosa, bin noch ein bisschen am, jetzt sieht man mich gut, bin noch ein bisschen am Üben. Wie euch vielleicht auffällt an der Bildqualität, insbesondere der Qualität des Autofokus, selbst wenn ich zwischendrin im Schatten bin, geht der Autofokus nämlich nicht verloren. Und wenn ich hier die Hand vor die Kamera halte, ist die sofort scharf. Und wenn ich sie nach hier hinten ziehe, ist die auch fast sofort scharf. Und wenn jetzt nicht hier noch eine Mücke durchs Bild fliegen würde, wäre der Autofokus noch besser. Und man merkt ebenfalls, ich schiele mal wieder an der Kamera vorbei, ne? Weil ich gucke auf den Bildschirm, weil ich wissen will, was meine Kamera macht. Und neuerdings hängt der Monitor rechts vom eigentlichen Objektiv, in das ich eigentlich reingucken sollte, was ich jetzt mal spaßeshalber tue. Ebenfalls ist für Freihand gefilmt, ne? Für ohne Deppenzepter oder sonst wie, meiner Meinung nach, soweit ich das jetzt momentan überblicken kann, die Image-Stabilisierung etwas besser, als man das noch von der alten Kamera gewöhnt ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, Ben hat technisch aufgerüstet, was die Kameratechnik angeht. Und hier sind irgendwelche Rehlein im Gebüsch unterwegs. Ist nicht weiter überraschend, dass die da drin hocken. Ich habe keine Ahnung, wie der Ton ist. Das sind die ersten Testaufnahmen. Und ich bin jetzt einfach mal mit viel Freude im ausgetrockneten Flussbett unterwegs, um halt zu gucken, war hier schon ewig nicht, als Kind früher oft, aber es ist übrigens nur ausgetrocknet, weil es so lange nicht geregnet hat, normalerweise fließt hier Wasser, jedenfalls, um mal zu gucken, was es hier so gibt und einfach mal ein paar Testaufnahmen zu machen, insbesondere um die Fotos geht es mir, dass die Eignung als Kamera, also die Kamerafunktion meiner EOS 200D, ne, von Canon, durchaus sehr, sehr, sehr gut ist, das ist mir auch schon aufgefallen, also das steht gänzlich außer Frage, insbesondere irgendwelche Fokusprobleme, wie wir sie zuletzt ein bisschen häufiger hatten, da hat er immer mal wieder öfter gesponnen, der liebe Fokus, dürften jetzt auch so ein bisschen der Vergangenheit angehören. Momentan habe ich bloß den Buddy, das Kit-Objektiv, also ein einfaches, und das war's an Zubehör. Ich habe noch, weil es eine Canon ist, noch diverse alte Objektive rumliegen. Die sind zum Teil wirklich alt, aber da ist auch ein 300 mm dabei. Und da diese neueren Canon-Kameras dann ein Faktor mit 1,6 auf den Zoom quasi nochmal drauf geben, entspricht das dann einem circa 450 Teleobjektiv. Und damit kann man dann, naja, es ist nicht so gut wie ein echtes 450 Teleobjektiv, ne? Aber man kann da schon einen ordentlichen Zoom. Und deswegen habe ich mich unter anderem für eine Spiegelreflex jetzt entschieden. A, wollte ich unbedingt wieder eine Spiegelreflex haben, weil ich habe wahnsinnig gerne früher mit Spiegelreflex fotografiert und ich mache das auch heute noch gerne. Das macht mir gerade wahnsinnig Spaß, insbesondere fotografieren. B, muss ich meine Arme trainieren. Mal so eine Kamera halten, das ist nichts für Weicheier, ne? Das geht so richtig in die Arme, da kriegt man solche Muckis, mindestens. Und dementsprechend, also voll das gute Training, ne? Ich brauche da erst wieder ein geeignetes Deppenzepter, wo die Kamera drauf hebt. Die ist dann doch mit Objektiv einen Zacken schwerer als meine alte, sehr kleine Sony HX80. Also wirklich, ne, das war so ein ganz kleines Kompaktbildkamerachen. Jetzt muss man sagen, dass die 200D so ungefähr eine der kleinsten Vollspiegelreflexkameras ist, die es überhaupt gibt, ne? Und die ist auch super leicht und das ist auch wichtig, weil die soll ja mit auf Tour. Und da kann ich kein 2 Kilo Kameramonster mitschleppen. Das ist dann halt irgendwo nicht mehr wirklich drin. Und deswegen habe ich gedacht, nehmen wir doch das Teil. Und die hat nämlich außerdem noch ein weiteres sehr tolles Feature, wovon ihr sehr profitieren werdet, insbesondere ihr, die ihr das jetzt seht. Moment, nein, da muss ich ihn zeigen. Boah, der stellt sogar meine Fingerkuppe scharf. Cool, ja doch. Und wenn man dann den Finger sofort wegzieht, dann geht es zwar im Moment, bis er dann begriffen hat, dass er jetzt wieder aufs Gedicht scharf stellen soll, insbesondere bei den schwierigen Lichtverhältnissen. Ne? Ich im Schatten, Hintergrund hell. Funktioniert trotzdem einigermaßen. Also die Video-Performance, auch bei solchen schwierigen Szenen hier jetzt, ganz hervorragend. Und wie gesagt, das klappt auch ganz wunderbar, wenn man da eben entsprechend ein bisschen schwenken tut und ein bisschen, ne? Und selbst dann stellt er noch auf mich scharf, wenn jetzt plötzlich hier so Laub im Weg hängt.
hat Gesichtserkennung. Wie cool ist das denn? Ich bin begeistert. Und auch dieses Lichtspiel im Gesicht macht der Kamera überhaupt nichts aus. Ne? Es ist halt immer leider nur trotzdem mein Gesicht. Da müssen wir alle mit leben. Wir alle. Wir können da alle nichts dran ändern. Aber ja, also von der Kameratechnik denke ich, ist das definitiv eine deutliche Verbesserung, insbesondere vom Autofokus. Wie hieß das? Ich hab's vergessen. Die hat irgend so einen bestimmten Namen, irgend so eine unglaublich tolle Fokussiertechnik fürs Filmen, die wohl irgendwie Canon eigen ist, was wohl wirklich derzeit immer noch, auch wenn das Kamerajährchen jetzt schon ein Weilchen, ein Jährchen alt ist oder irgendwie sowas, wohl immer noch State of the Art ist, ne? Also zum Fokussieren. Da muss man ganz echt sagen, also was die im Fokus hat, das hat die im Fokus. Ich kann übrigens durch Tippen theoretisch auch einen anderen Fokuspunkt setzen, auf den sie dann fokussieren soll. Und dann wird nicht mehr auf mich fokussiert, sondern auf diesen anderen Punkt. Seht ihr? Ich bin jetzt unscharf, der Hintergrund da hinten ist scharf. Zack, tippen wir mich wieder an und dann wird wieder brav auf mich fokussiert. Boah, das ist total krass, wie intelligent dieses Ding ist, dass das kapiert, dass es mein Gesicht fokussieren soll, egal wie man es hält. Krass! Ja, Ben wundert sich über Technik. Ne, und selbst so im Dunkeln, gar kein Problem. Man erkennt mich ja trotzdem noch, ne? Ja, jetzt gerade wurde die Belichtung entsprechend angepasst. Ha! Schick, 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 schick. Schick, 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 schick. Tolle Kamera. Ganz tolle Kamera. Und es ist ein Spiegelreflex. Und was ich die ganze Zeit erzählen wollte und schon wieder vergessen habe, man kann da ein externes Mikrofon anschließen. Soll heißen, die Zeiten der Rausch, Rausch, Wind, 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 Hintergrundgeräusche werden dann irgendwann, sobald ich mir jetzt auch ein externes Mikrofon noch leisten kann, das Ding war jetzt nicht so billig, dass man sich das mal so eben gerade spontan kaufen kann, was ich gemacht habe, weil halt die andere den Geist aufgegeben hat. Die hatte auch wirklich sehr viel Material aufgezeichnet. Das muss man ihr zugute halten. Und wurde auch nicht immer ganz pfleglich behandelt. Das muss man mir zu schlechte halten. Und dementsprechend, naja. Seht's mir nach. Ich brauche noch ein Weilchen, bis ich begreife, dass ich hier in das große, schwarze, sympathisch aussehende Etwas gucken muss. Und nicht auf den Bildschirm rechts daneben. Der ist nur so grob dafür da, um mal hin und wieder hinzuschielen, um zu schauen, ob man denn wenigstens einigermaßen im Bild zu sehen ist. Überhaupt ein Spiegelreflex mit einem Schwenkdisplay, wo man sich selber auch sehen kann beim Vlogging. Ne, was ja streng genommen das ist, was ich jetzt hier gerade tue. Das ist gar nicht so einfach, da irgendwas mit Schwenkdisplay und Mikrofonanschluss und gescheiter Bildqualität und noch klein und leicht zu finden und mit all diesen Spezifikationen, die ich unbedingt haben wollte und der Tatsache, dass ich noch Canon Objektive rumliegen habe, die hier eben drauf passen, war die Frage, welche Kamera ich nehme, dann doch relativ schnell und einfach zu klären. Und bisher bin ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich. Die Zeit wird zeigen, was dann noch so kommt. Und jetzt stapfe ich einfach noch mal ein bisschen im Wald rum und mache für uns, insbesondere eigentlich für mich, noch ein paar kleine Fotochen, die ich dann vielleicht hier irgendwie noch verwursteln kann. Erwartet bitte keine Wunder, das sind erste Gehversuche mit dem Ding. Ich bin zwar Canon Spiegelreflexkameras gewöhnt, aber ja, es sind erste Gehversuche. Nachher probiere ich noch ein bisschen Stativ aus, aber wenn ich die Kamera jetzt so halte, muss ich sagen, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ohne das Video im Schnitt zu haben, ist die Bildstabilität, also so vom Wackeln her, ganz hervorragend, ne? Sehr gut, ne? Also wenn man mal das Stativ vergessen hat, kann man trotzdem eine Vlog-Aufnahme einigermaßen gut drehen. Auch wenn ich dann hin und wieder mal vielleicht den Arm wechseln muss, dass ich jetzt halt hier so im Schatten hocke, ist dem ungünstigen Ort, an dem ich sitze, geschuldet. Und auch sowas hier funktioniert prima, ne? Auch mal ein bisschen Landschaft mit reinholen. Ist halt ein besserer Weitwinkel. Die alte hatte es minimalen, ne? Das ist ein 18 bis 55 mm Objektiv. Meine alte, die ging, glaube ich, erst bei 30 rund bei 30 los. Ne? Also der Weitwinkel ist erheblich größer. Beim Freihandhalten der Kamera kommt also deutlich mehr Wald aufs Bild und deutlich weniger nur mein Gesicht. Und wenn ich den Arm ganz lang mache, da sehen wir haben also schon wirklich richtig viel Hintergrund. Ich bin auch noch zu sehen, aber wir haben echt schon richtig viel Hintergrund. Nur kann ich das nicht allzu lange halten, weil sonst... Und das wollen wir doch gerne vermeiden, ne? Ich finde das auch toll, wie schnell sie dann die Belichtung entsprechend ändert, wenn sie merkt, man ist sonst nicht mehr zu sehen. Toll. Toll.
ja, wie gesagt, ich latsche noch ein bisschen rum, mache ein paar schöne Aufnahmen, hoffe ich. Bis später. Ja, ich trage schon wieder Jeans. Ich gelobe Besserung. Ich weiß, es ist schlimm. Oh, der Bewohner dieses Loches hat gerade rausgeschaut. Haben wir leider verpasst. Ob ich da durchkomme, weiß ich noch nicht. Nee, das schreit nach außen rum. Ja, und hier waren die Wildschweine. Und auch so Kameraschwenks. Hä? Ich meine, verglichen mit früher, ihr kennt das ja. Butterweich. Jetzt dürfte er auch gleich genau die Belichtung entsprechend anpassen. Das geht sogar einhändig relativ wackelfrei. Da gebe ich mir noch nicht mal große Mühe. Heieiei. Das hier ist so ziemlich das imposanteste Beispiel für stehendes Totholz, das ich in meinem Wald so kenne. Der nicht mein Wald ist. Ne? Sieht immer noch lebendig aus, aber jetzt sieht man dann doch, da sind keine eigenen Blätter mehr dran. Das ist alles von anderen Bäumen. Stehendes Totholz. Hätte auch ursprünglich mal weggesollt. Gut. Wie, den Finger kannst du nicht scharf stellen. Das machen wir nochmal. Finger scharf. Finger scharf. Finger weiter weg. Na, okay, den Finger kann er nicht scharf stellen. Damit muss ich jetzt wohl leben. Ja, und wenn man lang genug den Bach hochsteigt, dann findet man irgendwann auch tatsächlich ein paar Pfützchen. Ne? Allerdings trinken, würde ich das jetzt nicht unbedingt. Dann vielleicht eher noch da hinten das Pfützlein. Mit dem Zoom muss ich auch noch üben. Da ist noch eine gewisse Wasserbewegung gegeben. Das hier, ja, das flimmert so ein bisschen. Minimale Wasserbewegung auch da, aber schon arg stehend. Nicht optimal. Thank you.
So, bevor es erstmal wieder heimgeht, wollte ich noch mal kurz Folgendes ausprobieren. Wackelfaktor beim Einhändigen möglichst weit weghalten, damit möglichst viel Hintergrund draufkommt und rumlaufen. Ja, da haben wir einen gewissen Wackelfaktor. Beim Drehen hingegen nicht so, ne? Fast kein Wackelfaktor. Außer, dass ich jetzt mal wieder dunkel bin. Gucken, werde ich heller? Da ist er jetzt überfordert. Da ist jetzt der Kontrast zu groß. Das müsste man HFR machen. Und das macht die Kamera. Also in der Videofunktion geht das nicht. Bei Foto schon, in der Videofunktion nicht. Ja, aber sonst so vom Drehen her überhaupt kein Problem. Vom Stehen her kein Problem. Schwenken geht gut. Nur wenn ich rumlaufe, da wackel ich zu sehr, ne? Dann gerade auf unebenem Boden, da haben wir dann ein gewisses Maß an Shaky Cam, wie das ja so schön heißt. Ja, dann habe ich das jetzt auch ausprobiert. Jetzt testen wir noch schnell das Teleobjektiv und dann haben wir alles ausprobiert, glaube ich. Also fürs Erste. So, das ist jetzt das Teleobjektiv, was hier drauf ist. Ihr seht, ich wackel jetzt schon. Das ist halt ein Riesenrohr. Ist ohne Stativ nicht haltbar, ohne ne, entsprechende Verwackler. Und da kommt der Traktor. Und den wollen wir natürlich nicht ranzoomen. Ne? Hier schon datenschutztechnisch nicht. Aber nehmen wir doch spaßeshalber mal den Baum. Zoom, zoom. Ja, und das war's auch schon. Gut, sieht jetzt nicht so spektakulär aus und wackelt wie Sau. Moment, ich versuche das mal noch ein bisschen ruhiger zu halten. Für ein Foto würde das wahrscheinlich sogar noch gehen, mache ich auch gleich. Ja, aber zum Filmen Freihand müsste ich dann da irgendwelche kleinen Ausschnitte rausnehmen. Ne? Das kann man sonst vergessen. Habe ich befürchtet. Aber besagter Baum ist auch echt weit weg und selbst wenn ich jetzt wieder ganz zurückzoome, dann sieht er nicht so weit aus, so weit weg aus, weil es ist halt, das Objektiv hat schon einen Grundzoom. Ne? Also selbst so wie ich das Objektiv jetzt draufsetzen habe, ist das auch schon 70 mm, ne? Also schon deutlich mehr, oder? Ja, 75. 75. Also auch schon ein ziemlicher Zoom drin. Ne? Also insgesamt ist das schon wirklich in Ordnung. Machen wir noch mal kurz Baumspitze. Ja, ja. Also das sollte für die allermeisten Tieraufnahmen unter realistischen Bedingungen auch noch reichen, dass man das Tier gut erkennen kann. Ja, zum Filmen schwierig, zum Fotografieren müsste gehen. Also bei gutem Licht bin ich zuversichtlich. Wie gesagt, ich mache noch ein paar Testfotos, die seht ihr dann jetzt gleich im Anschluss. Ja, und spaßeshalber, das ist noch eine Fischei-Aufnahme. Also so ein Blödsinn wie Fischei-Filter und so ein Quatsch kann die Kamera auch. Ja, und damit möchte ich mich verabschieden. Macht's gut, ab sofort bessere Bildqualität. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.